Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir waren in der letzten Folge zum Schluss ein bisschen unterwegs und haben Rohstoff besorgt. Und ich bin gerade auf dem Weg zum nächsten Punkt auf unserer Liste, und zwar jetzt ein bisschen Hasen zu besorgen. Nee, natürlich ein bisschen Eisen. Das mit dem Hasen war jetzt gerade ein ganz cooler Zufall. Den können wir dann mal wieder mitnehmen, dann haben wir wieder ein bisschen mehr... Ich wollte gerade sagen, ein bisschen mehr Eisen. Nein, natürlich ein bisschen mehr Fleisch. Das haben wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Müssen wir eigentlich auch mal wieder gucken, ob hier mal was Größeres rumrennt. Und dann schauen wir mal gleich da vorne, dass wir noch mal ein bisschen was ranbringen, dass wir dann da halt eben auch die Schmiede wieder befeuern können. Und das Hühnchen ist da hinten, okay. Scheiß drauf. Oh, was? Das Spike hat Schaden bekommen dadurch? Ach nee, wahrscheinlich durch das Kaninchen eben. Sauber. Ich war gerade selber verwundert, was das für eine fließende Bewegung war. Dass das so ruckelfrei ging. Ich bräuchte nämlich auf jeden Fall mal für Präzisionsschütze, also jetzt nicht bei 7 Days to Die, aber für so manche andere Spiele, für ein paar Shooter, auf jeden Fall mal eine bessere Maus. Weil... wenn du halt mit dem Sniper zum Beispiel unterwegs bist, was ich ganz gerne mache, dann merkst du das. Ich kann es gleich mal zeigen, was ich genau meine. Weil die Maus, die ich jetzt habe, ist eher so eine MOBA-Maus. So, wenn ich jetzt einfach mal da hinten rüber ziele und jetzt ganz leicht die Maus bewege, dann sieht man, dass sie immer so ein bisschen springt. Das ist echt blöd, wenn du dann halt, wie gesagt, präzise zielen willst. Und dann macht ihr halt immer diese Sprünge und dann bist du schon wieder am Ziel vorbei. Das ist natürlich echt blöd dann. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert, warum das so gut ging. Wahrscheinlich aber auch, weil es noch so nah war. Achso, habe ich... genau, Kaffee habe ich mitgenommen. Kann ich eigentlich jetzt auch schon mal trinken, warum nicht? Und dann bringen wir ja hier ein bisschen Eisen ran. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Blei. Ist noch Blei mit drin. Nice. Ist auch gar nicht verkehrt. Haben wir auch nicht so viel, glaube ich. Machen wir das hier erstmal gerade frei. Ist auch so geil, ne, dass das mit 3 Schlägen hier jetzt geht. Und die Ausdauer hält gerade auch recht gut. Oh, wir haben ja schon 3000. Also knapp 3000. Ist hier noch Eisen drin? Nee. Das ist aber schon krass. Auch hier fast mit einem Schlag durch. Das dürfte leer sein. Hier ist noch... Ich muss gerade auch wieder dran denken, wie viele Stunden ich in der letzten Staffel damit verbracht habe. Und sehr viel ja auch außerhalb der Aufnahme, den Bunker auszugraben. Das war eine Aktion. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr geil, sowas zu haben. Ich muss mal hier wieder jetzt Adern suchen. Wir haben schon viel abgebaut jetzt. Ach, guck mal, hier 6000 gleich voll.
Okay. Ja, ich glaube, das war's. Ah, wobei, hier ist noch was. Wir machen die 6000. Ach so, Moment, das sind Steine. Eisen haben wir so 6000 voll, dann passt das für mich auch schon. Mehr brauchen wir ja nicht unbedingt. Oh, cool, eine Horde. Nehmen wir direkt mit. Die Nachthorde. Oh nein. Ach Mann. Nett. Die gehören auch dazu, ne? Das müsste auch von der Horde sein. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Na? Moment. Ach, ich habe gehofft, die sieht mich jetzt nicht. Also ich gerade mal. Wobei, Ausdauer geht schnell hoch, das passt. So. Die ist död. Död ist die. Lassen wir gerade die Ausdauer noch ein bisschen hochgehen. Da rennen wieder ein Kaninchen rum. Ich glaube, ich werde es aber nicht treffen. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Ah, das nehme ich aber gerne. Da ist es doch. Noch mal ein bisschen Fleisch. Ach komm, ein bisschen was können wir noch holen. Gehen wir gerade noch mal rein. Und mach gerade noch mal ein paar Frames. Ach so, ich brauche ja gar keine. Egal, scheiß drauf. So. Ach Moment, ich hatte auch einen massiven Bonus durch den Kaffee, oder? Ich mach das mal gerade. Nee. Echt? War doch eben irgendwas mit... Was war das? 172 oder so? Also nicht wundern, ich baue hier gerade extra ab. Ich verwechsel das gerade hier nicht mit Eisen. Ich habe mir gerade so gedacht, wenn wir schon mal ein bisschen Blei mitnehmen, dann haben wir das auch später nicht mehr. Das Problem, dass wir halt nichts haben. Nice. Können wir auch mal 3000 oder so mitnehmen. Und dann haben wir da auch wieder Vorräte. Ja, Lehm müssen wir mal schauen, wenn wir noch ein paar weitere Beete machen. Wobei, wir brauchen ja auch noch Nitrat, fällt mir gerade auch ein. Bräuchten wir auch. Cool, wenn ich hier mit zwei Schlägen durchkäme. Oh. Ist aber nicht. Nee, ist nicht nach ganz oben. Okay.
Ja, haben wir die 3000 ja jetzt voll. Einen Block noch, denke ich. Und... Ah, komm, zwei da noch. Gut. Ja, da ist auch wieder ein bisschen was zusätzlich dabei gekommen. Da sagen wir auch nicht hinein zu. Da hatten wir noch Nitrat. Komm, dann holen wir, wenn wir schon hier oben sind gerade, holen wir noch mal ein bisschen Nitrat mit. Und anschließend machen wir dann eine schöne Tour. Da, wo wir die Quest gerade offen haben. Na du, komm gerne mit, dann kriegst du gleich eine auf die 12. Ah ja, wobei, ich glaube, ich hänge den schon wieder ab. Das ist doch ein bisschen weiter, als ich dachte. War die überhaupt schon offen, die Nitratmine? Oder hatten wir die nur angebohrt? Ich glaube, die war noch nicht offen. Oder? Doch, die war schon offen, okay. Sehr angenehm. Ich habe übrigens auch die Kürbislaterne schon mal platziert, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Ach nee, war aber nur angebohrt hier, für weiter runter zu rahmen. Ah, da ist doch was. Was hat der jetzt abgebaut? Achso. Nee. Keine Ahnung. Leiter. Mache ich jetzt einfach mal 10. Und das, was wir zu viel haben, können wir ja einfach wieder scrappen. Und hier sieht es auch schon besser aus. Da ist auch wieder Eisen mit dabei. Sehr schön. Dann haben wir noch eine zweite Eisenmine. Wie viel haben wir überhaupt jetzt? Oh. 2000 schon. Das geht auch fix. Ja, ich würde ja auch so auf 3000 zielen. Vielleicht 4. Ah, machen wir 3. Und da sind die Leitern. Zack, zack, zack. Ja, und dann gehen wir direkt ein bisschen tiefer, dann passt das auch. Gut, haben wir jetzt ganz gut Material besorgt. Dann düsen wir mal schnell wieder heim. Und dann müssen wir mal schauen. Also ich glaube, wir haben genug Zeug für neue Beete. Ich würde aber auch vom Nitrat jetzt nicht alles benutzen wollen. Ja, müssen wir gleich einfach mal gucken. Dann könnten wir auch das Eisen schon mal ansetzen. Oder halt zusätzlich Lehm. Ach, schauen wir gleich einfach mal spontan. Eisen brauchen wir gerade en masse, aber Hülsen wären auch gar nicht so verkehrt, als wenn wir da weiter einschmelzen. Beziehungsweise auch Geschossspitzen, also generell Munition. Ach, hi. Spider-Man. Wenn er jetzt rumkommt, dann kriegt er auf die 12 und ansonsten halt nicht. Ach komm, der ist jetzt schon so nah. Die XP holen wir uns mit. Was ist das für ein Sprung? Gut. Home Sweet Home.
3000 Leben hatten wir. Ach so, ich dachte gerade, ich bin viel weiter unten. Ich dachte, ich hätte die Markierung doch wieder dahin gesetzt. War das ein Nest? Ich habe gerade... Ah, perfekt. Ich habe gerade nicht so drauf geachtet. Ist da ein Spike schon kaputt? Müssen wir morgen mal gucken. Da hatte ich nichts weiter drin. Ich kann aber mal ganz kurz das Spike wieder auffüllen, genau. Irgendeiner klopft da gerade rum. Nee, ist kein Spike kaputt. Das waren einfach nur die zwei letzten, die noch übrig waren. Ach, das ist ein Holzfäller. Hallo, Holzfällerin. Oh, die war feral. Hallo? Warte mal. Achso, das ist das Auge. Ich wollte gerade sagen. Wieso hatte ich nur ein leuchtendes Auge? Aber das erklärt natürlich einiges. Wieso hole ich nicht die Augen mit und mache daraus eine LED-Leuchte? Also, jetzt kommen wir mal wieder gerade dazu, was wir machen wollten. Hier kommt erstmal das Zeug zum Verkaufen rein. Ja. Dann wollte ich hier ein bisschen Lehm übrig lassen. $500 sollten für den Anfang reichen. Ich lege das mal hier in die Mitte, dann fällt es mir immer auf. Okay, das ist noch am Verarbeiten. Hier ist das ganze Eisen und Co. Du hast das hier wieder... Ja. Oh, wir haben auch eine ganze Menge Stein. Das packe ich jetzt mal damit dazu. Ich bleib trotzdem erstmal auf der anderen Spitzhacke. Weil ich glaube, ohne Kaffee ist das doch noch zu viel mit der Stahl. Aber gerade fürs Mining ist das mega nice. Das ist Essen, das ist Munition. Dann wollte ich jetzt noch gucken hier. Da haben wir ein bisschen was. Nitrat habe ich jetzt schon weggepackt. Wo ist denn Nitrat reingeflogen? Da. Wir können jetzt theoretisch 25 machen. Wir haben aber, glaube ich, unten noch ein bisschen Gammelfleisch. Oder auch nicht. Dann können wir 25 noch... Ich glaube, die würde ich dann auch machen. Dann haben wir ein bisschen mehr als 70 oder 80 so rum. Das war es aber auch, ne? Kein Gammel vielleicht sonst. Doch, hier sind noch 6. Dafür brauchst du 1300 Leben. Ah, komm, ist gebongt. Mach jetzt. Das kommt da wieder rein. Du kriegst nochmal eine Portion Lehm obendrauf. Und dann kann ich hier schon mal gerade ansetzen. Machen wir mal bitte ein paar Hülsen. Das ist schon mal ein Anfang. Beschreibbare, genau. Machst du jetzt einfach die 10 raus, dann passt das auch. Okay. Das macht das gerade. Ach so. Ich brauche bald auch wieder ein bisschen Holz. Dann kannst du das schon mal verarbeiten. Du... Das ist dann die Hülsen. Geschmiedetes Eisen. Ja, wo ist das geschmiedete Eisen hin? Hä?
Habe ich das jetzt rausgenommen in Gedanken? Ah ja, okay. Boah, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Jo, das kann man später noch einschmelzen und dann passt das soweit. Gleich haben wir wieder Tag, dann können wir nochmal rübergehen. Und hier haben wir wieder Magnum. Das wäre natürlich auch fein, so eine jetzt noch zu finden. Ja, haben wir sogar eine ganze Stange Hülsen schon mal. Ein bisschen Geschossspitzen. Schön ist das. Und irgendwas wollte ich noch machen. Irgendwas wollte ich noch machen. Also wir haben jetzt den Beta. Wir haben... Ja... Irgendwas mit Nitran wollte ich doch machen, oder? Achso, ne, das waren nur die Beta-Felder, die ich noch machen wollte. Sonst haben wir, glaube ich, dann alles. Ich glaube, wir haben alles. Ich gucke jetzt nochmal nach der Farm, beziehungsweise nach... Ja, die ist noch am Wachsen. Und schon wieder. Oh, das war keine gute Idee. Nicht, dass es wieder einstürzt. Zack. Ach ja, genau. Hier hatte ich auch noch was angesetzt. So, und dann düsen wir ab, würde ich sagen. Und gucken mal schnell noch nach der Quest. Da haben wir jetzt auch schon mal gelootet gehabt. Das heißt, wir können das Ding direkt aktivieren. Achso, ich weiß gar nicht, ob es jetzt aufgefallen war. Ich hatte ja gesagt... Nein! Ich hatte ja gesagt, dass ich den... die Kürbislaterne platziert habe. Die habe ich auf den Küchentisch quasi gesetzt. Gestellt. Auf den Esstisch. Der beleuchtet da jetzt das Eckchen. Gut. Das passt sogar. Ich habe gedacht, wir sind gerade da, wenn Tag wird. Da brauchen wir nicht warten. Da können wir jetzt direkt rein. Beziehungsweise wäre ich sowieso. Ich wäre sowieso direkt reingegangen, aber dann hätten wir das Risiko natürlich nicht, dass wir erstmal überrascht werden von einem Sprinter hier. Wieso eigentlich hier? Achso, es ist ein Riegel. Oh, hi. Hä? Das checke ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Hallo? Ja, das wollte ich sagen. Seit wann sind wir denn so still als Hund? Da ist er. Das können wir jetzt natürlich gebrauchen. Das nehmen wir natürlich mit. Okay. Wir sind beim letzten Mal gar nicht reingegangen. Ich mache jetzt einfach mal gerade wieder die Schnell-Loot-Aktion. Wir nehmen direkt alles mit. So viel dazu. Ne, was ist das denn? Wollt ihr Limbo tanzen oder was? Ach ja, genau. Hier sind wir. Big Mama. Juckt das gar nicht. Ich glaube, die ist tot. Ich hoffe, die ist tot. Ah. Das sind nur noch die letzten Zombies hier. Na? Ich habe die Tür aufgemacht, wo ich gerade reingegangen bin.
cool. Jetzt kann ich da reingehen. Oh Mann. Na? Schade. Ich hab gehofft, die fällt die Treppe runter. War's das? Noch nicht ganz. Hier ist irgendwo noch einer. Ach, hi. Grüß dich. Hauptloot, dann zeig doch mal her. Was hast du denn so Schönes? Oh, das hält sich in Grenzen. Aber war der nicht ein bisschen anders aufgebaut beim letzten Mal? Das war doch eine Kiste, die ich aufgeschlagen habe, oder? Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich da wieder genau das höre. Beziehungsweise den Soundeffekt. Dass wieder was Neues zu machen ist. Dankeschön. Okay. Wir sind durch. Wie ist das eigentlich mal, wenn ich von irgendeiner Bücherreihe 100 erreicht habe? Zeigt es dann auch quasi ein offenes Buch an, weil es da nichts mehr gibt? Müsste ja eigentlich, ne? Das müsste ja eigentlich so sein. Ach ja, genau, hier war der Durchgang. Nice. Wo ist es? Da. Achso, wir haben aber schon 6. Okay. Ja, komm, ich nehm's mal mit jetzt erstmal. Jetzt wahrscheinlich in 5 Minuten scrammen. Oder in 2. Hallo? Na? Irgendeiner lebt da noch. Okay. Du bist überlastet, habe ich freigeschaltet. Geil. Wir sind auch noch gar nicht durch. Da fehlt noch was. Wandskasten, sauber. Hi. Der ist tot. Der ist nicht tot. Der tut nur so. Jetzt ist er tot, denke ich. Immer noch nicht durch. Ach, komm schon. Kann es sein, dass das mit der letzten passiert ist? Warum fällt die da durch den Boden? Hä? Gut, ich meine, wenn die Quest gleich durch sein sollte, dann wissen wir, was mit der passiert ist. Jagdmesser, Qualität 1. Hey. Hey, ich bring da mal gerade runter. Aber wobei? Kommst du mal rum? Ja, komm mal rum. Dein braver Zombie. Erledigt. Quest abgeschlossen. Wo haben wir geparkt? Da drüben. Rede mit dem Händler. Das mache ich jetzt auch direkt noch. Oh mein Gott. Das war ein bisschen mehr Drehung als erwartet.
Ich habe zwar C gedrückt zum Springen, aber ich dachte, wir heben ein bisschen nach oben hin ab, statt ein Salto zu machen direkt. Warte, ich fahre mal gerade die Sachen noch wegbringen, beziehungsweise die Händlerkiste holen. Wenn wir jetzt schon zu dem gehen, dann holen wir direkt alles mit. Ich bring das mal schnell weg. Oh, no Menschen. Kleiner Cut. Dann wollen wir mal verkaufen. Und gucken. Da muss ich noch gerade noch eine Sache gucken. Jo. Ich weiß gar nicht, konnte ich. Ne, die konnte ich noch gar nicht, ne? Die Zigarre. Doch, die kann ich machen. Ja, gut. Habe ich jetzt gerade nicht dabei. Egal. Können wir immer noch machen. Müssen wir nur dran denken. Ach, da bin ich immer rein. Okay, ich wollte gerade sagen. Stefan steht da eine Bude. Na? Stop staring, asshole. Your job was for free. Damn, this is all I can spare. Komm, ich nehm den. Der Dreier war schon so ein geiles Upgrade schon wieder. Und jetzt direkt ein Vierer? Oh. Ich weiß gar nicht, haben wir den Dreier überhaupt einmal repariert bisher? Cha-ching! Thanks, buddy. Sauber. Was hast du denn für uns? Ach, ich muss noch mal gucken, welche das waren. Schade, dass er keine großen Mengen an Eier hat. Die würde ich alle kaufen jetzt. Aber immer so ein paar, da kann man auch gerade mal absteigen. Ja. Achso, nee, das ist falsch. Hier wollen wir rein. Lagepistole. Da sind wir auch auf einem guten Weg. Ernte. Also Tools Diggest und Forge Ahead war's. Da sind die anderen. Jo. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should. Stahlwerkzeug Qualität 5. Sehr geil. Ach so. Jetzt, wo ich gerade wieder auf dem Rausweg war. Meter? Ja, warum nicht? Ist hoffentlich keine Bude von mir, aber dürfte ja nicht sein. Ach hier, guck mal, die andere Villa direkt. Nee, Mann. Sauber. Ja, haben wir wieder was zu tun. Und ja. Dann können wir die Quest auf jeden Fall bald angehen. Und ansonsten, ja, müssen wir mal schauen. Also Stahlwerkzeuge können wir jetzt ein paar machen. Auf Stufe 5 ist natürlich super nice. Ist halt die Frage, ob wir da warten auf 6 und dann machen oder ob wir vorher schon mal was machen. Und dann können wir bald mal die Spikes hier upgraden. Und vielleicht mal ein paar Türen nochmal reinzimmern und hier ein bisschen an der Villa bauen. Ich glaube, das werden wir bald auch einfach mal machen. Ja, und dann müssen wir halt in Kürze noch die Zigarre machen. Dann kriegen wir noch, glaube ich, bessere Preise waren es, ne? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir wieder einen kleinen Cut. Wir sind nämlich schon wieder am Ende einer Folge. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Da steht übrigens der Kürbis, wo ich meinte. Dann seid doch gerne so lieb und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.